Die Stadtgemeinde Baden verleiht Kulturpreise auf verschiedenen Sachgebieten. Sie werden stets im Februar des folgenden Jahres überreicht. 1983 war die Musik an der Reihe. Die Preise wurden im Februar 1984 übergeben. Den Kulturpreis erhielt Professor Hans Eichinger für sein kompositorisches Schaffen und seine Tätigkeit als Dirigent großer Orchester im In- und Ausland. Den Förderungspreis Professor Margit Schwarz-Fussi für ihre Leistung als Konzertpianistin, Organistin der Stadtpfarrkirche St. Stephan und als Hochschullehrerin. Landeshauptmann Ludwig und Landeshauptmann-Stellvertreter Grünzweig sprechen dabei immer über die Beziehungen unserer Stadt zur Kultur Niederösterreichs. Mit diesen Glückwünschen Das musikalische Jahresereignis in Baden bilden die Beethoven-Tage. Sie bestehen aus einem Kurspraktikum für Violine, Cello und Klavier sowie einer Reihe von Konzerten. Unter Konzertmeister Kadi Missak, Professor Schiff und Professor Leon Skaja kommen rund 70 junge aktive und passive Teilnehmer aus etwa 10 Nationen dabei zusammen und beleben die Stadt mit ihrer Seminar-, Proben- und Konzerttätigkeit. Künstlerischer Leiter ist der Badener Bijan Kademisak. Für die Organisation ist der Kulturamtsleiter Dr. Alwin zuständig. Das Landesstudio Niederösterreich schneidet viele Beiträge aus dieser Veranstaltungsreihe mit. Die Musikschule Baden wird von 347 Schülern, davon 275 Instrumental, 21 Chor und 21 Theorieschülern besucht, die von 16 Lehrkräften unterrichtet werden. Die einzelnen Klassen und die Schule als Ganzes veranstalten Abschlusskonzerte, an denen Schüler und Lehrer mitwirken. Die Stadtgemeinde Baden besitzt eine Reihe von Auszeichnungen. Eine der höchsten davon ist die Ehrennadel der Stadtgemeinde Baden in Gold. Die Ehrung erhielten Regierungsrat Professor Frühwald für seine Tätigkeit als Stadtarchivar, Primarius Dr. Fürst für die langjährige Leitung des Badener Krankenhauses, Obermedizinalrat Dr. Dr. Gruber für sein Wirken als Stadt- und Kurarzt, Monsignore Ressel für sein Schaffen als Historiker und Rektor der Frauenkirche, Generaldirektor Dr. Leo Wallner für den Ausbau des Spielcasinos Baden, das 1984 seinen 50. Geburtstag beging, und die Leiterin der Volkshochschule Baden, Maria Wallner, für den Ausbau dieser Einrichtung zu einer führenden Institution in Niederösterreich. Der Bürgermeister überreichte die hohen Auszeichnungen am 28. Mai 1984.